Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Terrain Deep. Ja, wie ihr vielleicht schon seht, ist es neblig, die Sonne ist wieder aufgegangen. Wir haben nur noch ein Slot im Inventar frei und ich gehe jetzt erstmal tauchen. So, ich bin gerade nochmal um die Insel rumgelaufen. Wir haben ja in der vorigen Folge das eine Schiff hier gesehen, was unter Wasser liegt. Da ist jetzt aber auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, vorhin Hai lang geschwommen. Das heißt, das meiden wir jetzt erstmal. Ich habe hier vorne nochmal was im Wasser gesehen. Irgendwas, was am Sprudeln war. Muss ich erstmal selber mal gucken. Okay, das werden wir bei Nacht und Nebel oder Tag und Nebel jetzt erstmal nicht finden. So, ich nehme alles mit. Alles oder nichts und jetzt rein da. Ein Rochen. So, und runter. Toolbox, die geht eh nicht. Schnell rein, einmal alles durchsuchen. Die Axt. Schmeiß das Morphion raus, brauche ich nicht, den Schister. Mal schnell an die Oberfläche. Einmal kurz Luft schnappen. Und wieder runter. Seeigel. Giftige Viecher, sag ich euch. Machete. Noch eine Axt. Ich habe so einen Tisch, was ich mitnehmen kann. Ich habe doch hier noch was gesehen. Was war das nochmal? Konsole. Da ist er. Tschüss, brauchen wir nicht. Jetzt aber nach oben. Hoppala. Das war knapp. Das war sehr knapp. Bisschen Wasser geatmet, tut ihm auch mal gut. Jackpot. Jetzt müssen wir alles zusammen haben. Das können wir rausschmeißen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich brauche trotzdem noch ein bisschen Stein, weil 7 Steine ist ein bisschen nicklig. Aber nicht mehr finden, so wie es ausschaut. Na gut, ich habe erstmal genug. Jetzt düsen wir mal zurück zur Insel. Gucken wir, ob wir uns das Ding jetzt fertig bauen können. Oh, ich habe alles. So, das müsste die da vorne gewesen sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die Insel. Die Sonne rast aber auch nach dem neuesten Update. Am Anfang hat man richtig schön viel Zeit gehabt. Bis so eine Stunde mal auf dem Wasser rumgedüst. Mal hier geguckt, mal da geguckt. Geht alles nicht mehr. Jetzt schwimmst du einmal hin und zurück. Oder einmal hin, da ist schon wieder dunkel. Jetzt gleich erstmal ein Bett bauen für die Nacht. Was war das? Ist hier was unter Wasser? Oh oh. Ruder schneller. Mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. Mit vollem Gepäck. Okay, er hat uns gesehen. Er hat uns gewittert. Oh, das Ding ist riesig.
Oh, da vorne ist es. Vollgas jetzt. Normalerweise müsstest du mit diesem Plastikpaddel dazuhauen können. Einer auf die 12 müsste das Vieh abhauen. So, ich extra noch nach hinten gucken, aber ich muss nach hinten gucken. Gut, der müsste abgelassen haben. Weiter geht's. Sardinen. Ist das überhaupt meine Insel? Ja, da sehe ich schon das Lagerfeuer. Das ist er. Sehr schön. Ich müsste jetzt eigentlich alles haben. Propeller haben wir jetzt dabei. Habe ich das Ding jetzt zweimal geholt? Tatsächlich. Eigentlich liegen lassen können. Irgendwie fehlt trotzdem was. Ich habe alle dabei. Kurios und eigenartig. Vielleicht muss ich ja zuallererst... Moment. Moment. Ging ja sonst bei jedem. Warum soll das bei mir nicht klappen? Ich habe alle Einzelteile, die ich brauche. Wo ist mein Springmesser? Da ist es. Die sind noch nicht nachgewachsen? Das ist doch Buggy, die Scheiße. Und wenigstens eine. Da wachsen die ja gar nicht mehr nach. Das wär's ja noch. Doch, die wachsen nach. Die brauchen halt so ein bisschen, so wie es ausschaut. Mit zwei, da werde ich nie weit kommen. Wenigstens einer Foundation. Ja. So, das Ding können wir jetzt hochheben. Stellen wir uns jetzt mal genau hier vorne hin. Jetzt habe ich aber trotzdem keine Leashes mehr, um irgendwas hier zu basteln. Hier ist was in der Nähe. Der böse Hai? Warte mal, die habe ich schon gesucht. Da ist gar nichts mit. Fische vielleicht draufschmeißen? Irgendwie gar nicht. Ne, das Ding ist für die Katz. Ganz eindeutig. Hab ich nicht ein Leashes mehr übrig hier für den Schiss. Da muss doch irgendwo noch was zwischenlegen. Ich muss doch irgendwann basteln können. Gibt's aber auch nichts mehr. Das ist jetzt Kacke. Jetzt habe ich ein Problem. Nochmal zur anderen Insel? Oh, komm schon. Ich muss mal gerne, ob ich den Motor nicht bauen kann. Wahrscheinlich brauche ich erst das Fundament dafür. Und das kann ich nicht basteln, wenn mir die Scheiße fehlt. Ja gut, dann düsen wir ihm nochmal rüber. Stein hier lassen. Komm, was behalten wir hier? Bei uns. Springmesser ebenfalls. So, wir düsen jetzt mal Richtung Westen. Waren wir bereits? Was ist das? Gut, den nehmen wir. Richtung Süden geht's dann nach Hause. Und Vollgas. Der auch schon wieder. Der hat mir gerade noch gefehlt.
das ist schon kack. Oh, was war das denn jetzt gerade? Was ist denn jetzt los? Der rutscht immer weiter nach hinten. Fährt das Boot wie eine Harley, wenn er so weitermacht. Die ständig hin und her geschwimmen, da hätte ich echt keinen Bock drauf. Ist auch nicht schlecht, weil wenn man sich so ein großes Boot bauen könnte, wo man alles draufpacken kann. Könnte man von A nach B direkt reisen, draufpacken, alles aufs Schiff und weiterfahren. So ein großes Floß. Die Insel so weit entfernt, hätte ich keinen Bock drauf. Würde ich jetzt umdrehen. Ich dachte schon. Bin ich jetzt noch richtig auf Kurs? Da kommt was auf mich zu. Ein Schwertfisch! Guck dir das Ding an. Boah, was ist das für ein Scheißvieh? Hau ab! Rexvieh. Mehr muss ich echt nicht sagen. Ich glaube, der hat es auch auf mich abgesehen. Meinst du, wenn der zusticht? Rütteln die erstmal an dem Boot hier dran. Fehlt mir auch noch. Wo ich das Spiel das allererste Mal gespielt habe, bin ich erstmal so ein bisschen weiter rausgeschwommen. Mit dem Floß an der Insel. Weil ich bei mir... Was willst du denn jetzt schon wieder? Hau ab! Hau dir mit dem Paddel auf den Kopf. Ja, jetzt kommt der schon wieder an. Muss hier echt mal... Ich krieg gleich ein Problem, wenn er mich runterhaut. Was ein Assi. Ich glaube, der sticht zu. Ist ja eher ein seltener Fisch. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal kurz gesehen, wo ich das Spiel eingeschaltet habe. Ich bin drüber hergeschwommen, dann ist er aber abgehauen. Es wäre mir jetzt neu, dass die Viecher angreifen. Kommt er noch? Nee. Gut, wir hätten dann Ruhe. Mal gucken. Sieht nämlich alles gleich aus. Ich bin noch auf Kurs. Und noch so weit weg aus der Insel. Paddel weiter. Ich habe ja auch zur Anfangszeit mal so einen riesen Wal gesehen. Hab den auch mal versucht zu töten, ging aber nicht. Vom Rücken drauflaufen war auch so eine komische Sache. Beste Bug ever war natürlich der Hai damals. Ich habe natürlich immer gedacht, die kriegen dich nicht vom Boot runter, weil die ja eigentlich Menschen scheuen. Naja, Fehlanzeige. Der hat mich vom Boot runtergehauen, da ist meiner erstmal so 100 Meter hochgeschossen. Oh oh. Fehlt mir jetzt auch noch. Genau auf hoher See. Der dicke Hai. So, ich habe jetzt zwei Sorten von Haien gesehen. Mein Cousin meint, es gibt auch noch so einen dicken weißen Hai. Weiß nicht, ob der als Easter Egg im Spiel vorkommt. Bezüglich zum Film. Oder ob der wirklich jetzt mal in so tieferen, dunkleren Regionen vorkommt. Und dich dann sofort verspeist. Gleich sind wir da, Gott sei Dank. Die Sonne geht schon wieder unter.
Gott, freue ich mich, wenn ich das Motorboot habe. Und hier haben wir nichts Großartiges, wo ich tauchen kann oder wo ich die Finger nicht von lassen kann. Das heißt, wir können uns jetzt direkt um Steine kümmern und um diese Yuka-Zeug da, Leashes, Sträucher, Seil, Band, Schnur und wie es anders heißt. So, ran an den Speck. What? Konstruktionsfehler. Das Ding fliegt. Oh. Ich habe ein Easter Egg. Awesome. Landhaie? What? Direkt mein Messer mal rausholen. Das Schild ist gleich mal direkt hier, das brauche ich nicht. Das ist jetzt wirklich unnötig. Oh, da können wir tauchen gehen. So, 4 Stück übrig. Jetzt springen wir mal schnell ins Wasser rein. Ich will gucken, was da vorne ist. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Kiste sein. Machete. Ist jetzt ein bisschen besser. Also das Goku Gadget Springmesser. Ist auch noch mal eine Kiste. Ich hab Hunger. Kümmern wir uns gleich drum, sobald ich hier getaucht habe. Schöne Kokosnuss am Abend. Freut der Herr sich. Ich dachte, da wäre jetzt was. Das ist echt eine Schildkröte, tatsächlich. Jetzt wird's aber zappenduster. Ich sehe hier nix. Null. Nix, nada, niente. Noch eine Machete. So, nochmal runter. Dunkeln tauchen. Gibt nichts Schöneres. Haben wir alles? Hier gibt's nichts, hier gibt's nur Scheiße. Direkt zurückschwimmen. Siehst ja die Hand vor Augen nicht. So, die Taschenlampe ist immer noch nicht drin, ne? Wird wahrscheinlich jetzt richtig verbuggt sein, dass er die ID vielleicht nicht mehr findet. Ich will zusehen, dass wir irgendwas fressen, sonst ist hier gleich Sense. Schön so ein Ding hier hochklettern. Da sehe ich schon die ersten Dinger, die runterhängen. 2. Tod durch Kokosnuss. Diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger, was das Hochklettern von Palmen angeht. So, einmal aussüppeln, nächste aussüppeln. Ein paar Mal mit der Machete draufhauen, damit das Ding klein ist. Guck mal, der Schatten. Zweimal reinbeißen bringt gar nichts. Ja, toll. Gut, dann müssen wir was anderes einfallen lassen. Nochmal ein bisschen Yucca einstecken. Wenn ich mich jetzt nicht irre, wäre es das jetzt eigentlich gewesen. Sonst haben wir nichts mehr hier auf der Insel. Jetzt nochmal kurz platt schlagen. Meinen Brand haben wir jetzt eh nicht mehr. Noch mal eben. Da oben sehe ich nichts. Hm.
Ach, Kokosnüsse geben. Ich glaube, auf der Insel werde ich verhungern. Nix, hier gibt's gar nichts. Schwanz gibt's hier, da oben ist einer. Zwei. Krumme Palme hier. So, gleich nochmal draufzimmern. Dafür. Jackpot. Lassen wir das mal eben zu Ende. Jetzt ist der Hunger voll, endlich. Langsamer Zeit. Jetzt düsen wir noch mal ganz kurz hier rum, gucken, ob wir irgendwo noch eine Yucca-Palme finden. Yucca-Strauch oder wie sie auch alle heißen. Den können wir noch mitnehmen. Steine, Steine, jede Menge Steine. Ich brauche Steine. Da ist noch einer. Das ist echt bitter. Weil das hier keinen Stein gibt. Normalerweise aus große Steine kleine Steine machen. Liegt ja genug rum. Ich habe nichts, um irgendwie Licht zu machen. Das Feuerzeug habe ich ja da gelassen. Ich das in den meisten Fällen hier eh nicht brauche, wenn ich auf fremden Inseln bin. Also eh Kokosnüsse etc. gibt zum Knabbern. Zum Süppeln etc. Nee, das war's. Müssen wir woanders gucken. So, meine Freunde, ich sehe aber auch gerade schon, leider ändert unsere Spielzeit nach heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Stranded Deep. Es bleibt spannend. Bis die Tage.